Ja, ich freue mich, heute Abend hier zu sein und euch willkommen zu heißen. Ich sehe einige bekannte Gesichter, auch lange nicht gesehen und auch unbekannte Gesichter, sehr schön. Ja, ihr habt mich eingeladen, um ein bisschen zum Thema Datenschutz und zur Innenpolitik zu erzählen. Und ich habe tatsächlich diese beiden Themen auch gewählt. Thema Datenschutz stand oder steht ja nach wie vor, obwohl es schon fast ein Jahr alt ist. Ja, unser sogenanntes neues Datenschutzrecht, die Datenschutzgrundverordnung im Vordergrund. Deswegen wollte ich die nochmal vorstellen, weil in meiner Praxis, ich bin Datenschutzberater, Datenschutzbeauftragter, ich nach wie vor viele, viele Missverständnisse höre und viel, ja, falsch verstehen, warum es das Gesetz denn überhaupt gibt. Und deswegen wollte ich das nochmal, wie gesagt, vorstellen, kurz darüber reden, was es überhaupt regelt, wer betroffen ist, dann die Grundsätze des Datenschutzes, ein bisschen zum Hintergrund, wie sich das Recht zusammensetzt, dann was ist eigentlich die Grundverordnung, was bringt sie, was ist tatsächlich neu, welche Rechte für Betroffene gibt es und was uns natürlich hier auch interessiert von der politischen Seite, was tun bei Unterschriftenversammlungen noch so ein paar andere Beispiele aus der Praxis, wo wir dann in Kontakt kommen mit der Datenschutzgrundverordnung. Zum Thema Innenpolitik, Polizeigesetz, Videoüberwachung, auch eins meiner Kernthemen noch aus der Landtagszeit. Und da wollte ich euch erzählen, wie die flächendeckende Gesichtserkennung sich ins Datenschutzgesetz eingeschlichen hat. Das ist eine Geschichte. Wir haben bis jetzt keine Regelung für Gesichtserkennung von Überwachungskameras, dass die Gesichter erkennen können, identifizieren und so weiter. Aber es wird gemacht. Und wie das eine rechtliche Basis hat, obwohl wir kein Gesetz dazu haben, das will ich erzählen nachher. Dazu ein bisschen zum Thema Videoüberwachung im Bus und Bahn, wie ein Gesetz verbessert wird. Und dann kommen wir gleich auch irgendwann am Schluss zu Fragen. Da müssen wir mal sehen von der Gruppe hier, wenn jetzt gleich Fragen, wichtige Fragen auftauchen. Ich denke, wir könnten erst mal versuchen, mich dann auch zu unterbrechen. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Ansonsten habe ich auch zum Ende des ersten Blocks auch nochmal für Zeit für Fragen eingebaut. So. Dann fangen wir mal an mit dem Datenschutz und der Datenschutzgrundverordnung und dem Punkt, wer ist überhaupt betroffen von diesem Gesetz? Und es ist eigentlich völlig klar, weil Daten sind überall. Wir geben unsere Daten überall ab. Das heißt, wir sind alle betroffen auf die eine oder andere Art. Und zwar diejenigen, die Daten speichern, verarbeiten. Die sind verantwortlich. Das ist die verantwortliche Stelle. Die dazwischen stehen, Daten transportieren, sind betroffen und haben Pflichten zu erfüllen. Und natürlich die Daten liefern, letztendlich jeder ist genauso betroffen, weil um deren Daten geht es letztlich. Und das ist auch ein wichtiger Punkt eigentlich bei der ganzen Datenschutzdebatte. Es geht auch immer um die eigenen Daten. Das heißt, wenn man darüber spricht, was man mit den Daten anderen macht, wäre ein guter Gedanke, immer dran zu denken, hey, das macht auch gerade jemand mit meinen Daten. Das heißt, je besser ich mit den Daten von anderen umgehe, ist natürlich ein Wunsch, dass jemand anders dann auch gut mit meinen Daten umgeht. Aber man sollte immer gutes Beispiel abgeben. So, dann konkret, wenn wir von Daten sprechen, ganz klar, Datenschutzrecht, Datenschutzgesetz bezieht sich nur auf personenbezogene Daten. Wir reden hier nicht von Open Data, das ist was ganz anderes. Wir reden von Daten, die mit Menschen zu tun haben. Daten, die sich auf eine bestimmte Person beziehen, wie zum Beispiel Name, Adresse oder Geburtstag.
Wichtiger Punkt, Geburtstag ist ein personenbezogenes Datum, das Geburtsjahr zum Beispiel nicht. Weil da gibt es ganz viele in einem Jahr. So, der Tag mit verbunden mit dem Namen, das ist aber etwas Schützenswertes. Kreditkartennummer, Telefon, alles, was sich auf eine Person beziehen lässt, ganz klar, auch personenbezogenes Datum. Bei Handys, Standortdaten, Online-Kennung, IP-Nummer, dank Patrick Breyer auch die IP-Nummer, gilt jetzt als personenbezogenes Datum, muss also speziell geschützt werden, was sehr gut ist. So, und es gibt besondere Arten personenbezogener Daten, nämlich die, die bei einem Missbrauch nicht nur ein bisschen an der Privatheit kratzen, sondern noch mehr Unheil mit der Person oder über die Person anrichten können, wo die Person noch größere Nachteile haben könnte. Zum Beispiel ist das die rassische oder ethnische Herkunft, religiöse Überzeugung und auch politische Meinung und die Parteimitgliedschaft ist auch ein besonders schützenswertes personenbezogenes Datum. Es ist jedem freigestellt, selber seine Mitgliedschaft in einer Partei bekannt zu geben, aber das über andere zu erzählen, ist eine ganz andere Hausnummer. Gesundheitsdaten, Sexualdaten, völlig klar, auch Privatsache. Diese Daten von jemand anderem, von anderen Menschen, sind nicht nur schützenswert, sondern auch schützenspflichtig. So, grundsätzlich ist das Datenschutzrecht ein besonderes Recht, weil es verbietet eigentlich alles. Ich darf mit Daten nur umgehen, wenn es erlaubt ist. In einer ganz bestimmten, beschriebenen, im Gesetz definierten Art und Weise. Wenn ich keine Regelung finde, dann darf ich mit Daten nicht umgehen. Theoretisch. Und es muss erforderlich sein, die Daten zu verarbeiten. Das heißt, ich muss auch irgendwo einen Grund haben, es muss irgendeinen Sinn machen, ich muss eine Anwendung haben. Und ich bin an den Zweck gebunden. Das heißt, wenn ich Daten für eine bestimmte Anwendung speichere, dann darf ich die auch nur für diese Anwendung benutzen. Und wenn ich irgendwas anderes ausdenke und die Daten dann einfach wieder weiterverwenden. Ein Prinzip des Datenschutzrechts ist auch Daten vermeiden. Das ist etwas, was wir Piraten natürlich auch immer viel sagen. Der beste Datenschutz ist, dass Daten gar nicht erst da sind, weil dann können sie nicht missbraucht werden, dann können sie nicht geklaut werden und so weiter. Das heißt, für diejenigen, die beruflich oder sonstigen Gründen Daten verarbeiten, je weniger Daten gesammelt werden, desto besser, desto weniger muss ich Vorkehrungen treffen, die Daten zu schützen, desto mehr Kopfschmerzen macht mir das. Daten schützen, wichtiger Punkt, Zugriffsbeschränkung. Wenn ich Regeln habe oder wenn es Regeln gibt für eine bestimmte Anwendung, Daten nutzen zu dürfen, dann gilt das für meine Anwendung, wo ich Kontrolle drüber habe. Und dann muss ich auch dafür Sorge tragen, dass ich der Alleinige bleibe, der das halt auch regelt oder mit anderen, die auch eingeweiht sind in den Prozess. Das heißt, ich muss den Zugriff beschränken für irgendwelche Dritten, weil die wissen nicht die Regeln, die ich befolgen muss, die wissen nicht die Anwendung, die wissen nicht die Zweckbindung. Und ich muss also den Zugriff beschränken. Datensparsamkeit im Sinne nicht nur Datenvermeidung, sondern auch Sparsamkeit, dass ich, wenn ich die Daten nicht mehr brauche, sie nach Möglichkeit vernichte. Warum soll ich sie aufheben? Ich habe, wenn ich in der Beratung bin, regelmäßig tauchen halt auf dem Rechner irgendwelche Bewerbungen von Personen auf, die sich vor 3, 4, 5, 10 Jahren mal beworben haben. Die sind halt irgendwo noch beim Chef auf der Festplatte. Höchst sensible Unterlagen, gerade Bewerbungsunterlagen zum Beispiel. Was machen die da? Die Person wird sich nicht mehr
für die Stelle von damals bewerben. Es ist auch völlig uninteressant, da nochmal reinzugucken, weil 10 Jahre ist eine lange Zeit. Also es müsste längst gelöscht sein, das ist nur ein Beispiel. Es gibt 1000 Sachen, die überflüssig sind, die längst gelöscht werden könnten, die aus Nachlässigkeit einfach liegen bleiben und dann möglicherweise mal an die falsche Stelle kommen. Privacy by Design, so eine richtig griffige deutsche Umschreibung gibt es noch nicht, aber da wir auch alle Englisch inzwischen manchmal denken sogar. Direkt bei dem Prozess, bei der Prozessbeschreibung, bei der Prozessgestaltung sich zu überlegen, wie kann ich denn tatsächlich so wenig Daten wie möglich anfallen lassen, sammeln, was brauche ich wirklich? Muss ich zum Beispiel, wenn ich bei einem Verein, wenn ich Geburtstagswünsche zum Beispiel schreibe, dann muss ich tatsächlich den Geburtstag auch wissen. Aber wenn mich nur interessiert die Altersklasse von einer Gruppe, dann muss ich das nicht auf den Tag genau wissen. Da reicht mir im Prinzip das Geburtsjahr. So, das wäre etwas, dann speichere ich tatsächlich nur das Geburtsjahr und nicht auch den genauen Geburtstag. So, Transparenz ist insofern wichtig, nicht was die Daten selber angeht, sondern was den Prozess angeht. Ich muss das, was ich tue mit den Daten, dokumentieren und beschreiben können. Unter anderem auch, weil die Betroffenen einer Datenverarbeitung auch Rechte haben, darüber informiert zu werden, was passiert. Und dazu muss ich die Verarbeitung beschreibbar haben. Hoppla. So. Und eine Pflicht, die das Datenschutzrecht mir auferlegt. Ich muss halt wieder dokumentieren, technische und organisatorische Maßnahmen, die ich getroffen habe, um die Bedingungen, die ich jetzt vorher genannt habe, zu erfüllen. Sprich, wie ich meine Datensicherheit gestalte, wie ich den Datenzugriff steuere, wie ich Dritte davon abhalte, auf Daten zuzugreifen. Ganz einfach zum Beispiel, wenn im Büro der Front-PC am Empfang einen Bildschirmschoner hat, der nach 5 Minuten anspringt und immer nur mit dem Passwort aufkriegt. So, dann ist halt auch, wenn der Empfang mal nicht besetzt ist, der Rechner trotzdem geschützt, dass da keiner drauf zugreifen kann, der da halt zufällig dran vorbeiläuft. Ist eine technische Maßnahme, um Datenzugriff zu schützen, einer ganz einfachen Art. Ja, und insgesamt, damit nicht nur bei einer Prüfung jemand reingucken kann, sondern auch damit man sich selber, wie soll ich mal sagen, bindet und aufmerksam bleibt. Und auch wenn eine Person, die einen Prozess gestaltet hat, weg ist, dass eine andere Person dann noch einsteigen kann, ist die Dokumentation essentiell. So, das wäre im Prinzip schon alles. Das ist das Datenschutzrecht. Nun wird aber jeder einzelne Punkt noch in viele einzelne Paragraphen geteilt und in viele einzelne Prozesse noch genauer beschrieben. Das ist heute so. Ich will jetzt nochmal einen ganz kurzen Rückblick machen, wie nämlich dieses ganze Datenschutzrecht entstanden ist. Und das hat ja angefangen, damals war es noch nicht Daten, 1948, aber es war der Ansatz zu sagen, Menschen haben ein Recht auf Schutz ihres Lebens, ihres Umfelds, ihrer Privatsphäre. Da steckt ja eigentlich auch das, da steckt in der, von der Basis her die ganze, das ganze Datenschutzrecht drin. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe, Widerspruchsrecht und so weiter. Daraus ist alles entwickelt worden im Prinzip. Die
Erklärung der Menschenrechte ist dann in der Menschenrechtskonvention aufgenommen worden und so weiter. Ich überspringe das mal ein bisschen schneller. Wo sind wir? Ja. So, weil wir haben nämlich 1970 schon das erste Datenschutzgesetz in Deutschland, in Hessen, gehabt. 1970 ist sehr früh. Ich wollte immer, und ich habe an dieser Stelle das schon mal erzählt, aber tatsächlich noch nicht nachgeguckt, warum es ausgerechnet in Hessen gewesen ist. Ist ja schon so, dass wir da so bestimmte datenverarbeitende Sicherheitsbehörden in Hessen beheimatet sind, die auch sehr früh in diesem Bereich schon tätig waren. Ich weiß nicht, ob das der Grund gewesen ist, wollte ich immer schon nachgeguckt haben. Auf jeden Fall ist das tatsächlich das erste Datenschutzrecht weltweit gewesen in Hessen, Bundesland. Aber es ging dann relativ schnell. 8 Jahre später hatten wir unser Bundesdatenschutzgesetz, das erste. Und sehr, sehr wichtig, dann bereits 5 Jahre später ein Recht, was heute noch prägend ist, die gesamte Diskussion prägt, nämlich das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, dass jeder das Recht hat, über seine Daten, die Verwendung seiner Daten zu bestimmen. Ausgehend von dem Volkszählungsurteil, jeder kennt es, jeder hat das im Kopf. Es ist allerdings, soll ich sagen, 36 Jahre von heute ungefähr, ne? Ja, so. Es ist verdammt lange her. Und es ist immer noch so, so wichtig. Insofern ist ein Zeichen, warum es sich lohnt, für etwas, wo man meint, es ist wichtig und ein Recht wird gebrochen, wie zum Beispiel bei der Volkszählung damals. Es gesagt wurde, das ist falsch, wie da vorgegangen wird, dass es Leute gibt, die tatsächlich bis zum Bundesverfassungsgericht gehen und dieses Verfassungsgericht dann auch dazu bringen, ein Urteil zu fällen, was über 30 Jahre später noch so eine Bedeutung hat, ist fantastisch. So, und das hat natürlich auch Auswirkungen, auch dieses Verfassungsgerichtsurteil. Unter anderem führt das auch zur Aufnahme dem Schutz personenbezogener Daten in die Europäische Menschenrechtscharta, Grundrechtecharta, die wiederum auch seit dem Vertrag von Lissabon 2009, das ist noch nicht so lange her, essentielles Grundrecht für die Menschen in Europa ist und auch die Grundlage war, dass im Vertrag von Lissabon festgelegt ist, dass die Europäische Kommission die Rechtsetzung beginnen konnte. Das heißt, die Grundlage der Datenschutzgrundverordnung liegt im Lissabon-Vertrag 2009. Und ja, den Rest machen wir ein bisschen schneller, weil das haben jetzt viele noch mitgekriegt oder in jüngster Erinnerung. Die Grundverordnung, die arbeiten daran, haben 2010 oder 11 begonnen. 2012 kam die erste Fassung, wurde die vorgestellt im Januar. Und dann 2015 im Herbst verabschiedet. 2016 ist das Datum in Kraft seit 24. Mai 2016 und anwendbar seit fast einem Jahr. In 2 Wochen ist das Jubiläum. Da wird es auch viel Diskussion dazu geben. Und kleines Fest machen die Datenschutzbeauftragten, glaube ich, auch. So, ganz kurz, wie sich das zusammensetzt, weil wir reden jetzt immer von europäischem Recht, Datenschutz, Bundesdatenschutzgesetz und europäisches Recht und so weiter. Das Datenschutzrecht ist, habe ich gerade gesagt, seit dem Vertrag von Lissabon ein Recht, wo Europa, die Europäische Kommission, die Rechtsetzung bestimmt. Das heißt, dort wird die Verordnung gemacht. Sie gilt unmittelbar. Das ist also nicht etwas, was hier durch deutsches Recht erstmal bestätigt werden muss. Sie hat aber sogenannte Öffnungsklauseln, hat man auch viel darüber diskutiert. Öffnungsklauseln sind halt etwas, wir haben schon eine sehr
Weiterentwicklung in der Europäischen Union, was die Angleichung der Rechtssysteme und hat. Aber das ist noch nicht in jeder Beziehung so. Zum Beispiel die Altersgrenze, wann Kinder rechtsfähig sind, wann sie einen Vertrag abschließen dürfen. Das schwankt noch zwischen 13, 16, teilweise 18 Jahre. Und da hat man dann gesagt, okay, das lässt man offen. Das müssen die Mitgliedstaaten selber noch bestimmen in ihren Umsetzungsgesetzen. Dann ist der Beschäftigtendatenschutz zum Beispiel auch etwas, was nicht in der Grundverordnung enthalten ist. Da müssen die Mitgliedstaaten auch noch selber ihr Recht bestimmen. Und so gibt es noch ein paar andere Sachen. Deswegen gibt es halt das schöne deutsche Wort DSA in PUG EU. Man könnte auch übersetzt, das heißt es Datenschutzanpassung und Umsetzungsgesetz. Aber naja, so sind die Deutschen halt. Kurz Bundesdatenschutzgesetz. Bundesdatenschutzgesetz gilt für öffentliche Stellen des Bundes, also Bundesbehörden. Nicht öffentliche Stellen, auch ein Wort, was man öfters mal hört, nicht öffentliche Stellen ist die ganze Privatwirtschaft, also Unternehmen. Das wird bundesweit gleich geregelt. Und ein paar Spezialgesetze möchte ich jetzt so nicht drauf einsteigen, sonst wird das Ganze noch komplizierter, als es ohne weiteres schon ist. So, und da ein Umsetzungsgesetz natürlich nicht reicht, reden wir hier von Deutschland, gibt es auch ein zweites Umsetzungsgesetz. Also das erste ist pünktlich fertig geworden am 24. Mai letzten Jahres. Das zweite Umsetzungsgesetz ist immer noch nicht fertig, ist noch in der Beratung, hat, wenn ich alles täuscht, 1000 Seiten, über 1000 Seiten und regelt Verknüpfungen in über 150 Gesetzen. Das ist ganz fürchterlich. Und sollte hauptsächlich Verweise. Man hat natürlich im Bundesdatenschutzgesetz, was wir über 30 Jahre hatten, da ist in ganz vielen Gesetzen, steht dann drin im ganz normalen Gesetz, laut Bundesdatenschutzgesetz so und so, so und so. Wenn das Ganze jetzt aber Datenschutzgrundverordnung heißt und nicht mehr Bundesdatenschutzgesetz, dann muss das halt alles geändert werden. Und das ist ein starker Teil dieses zweiten Umsetzungsgesetzes. Hier ein Beispiel, was in irgendeinem Gesetz drin steht, besondere Arten personenbezogener Daten im Sinne von § 3 und so weiter. Dieser Verweis ist falsch. Der heißt jetzt neu anders und der heißt jetzt neu so. Meint inhaltlich das Gleiche, ist ein bisschen länger, ist nicht mehr ganz so einfach zu lesen. Aber naja, ist Ausdruck deutscher Gründlichkeit. Ich habe mich jetzt nicht so tief da reingefuchst, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man eine etwas andere Umschreibung hätte auch finden können. Aber gut, ich glaube, andere Länder sind da anders vorgegangen, die haben es etwas gekürzt. Okay, was haben wir? Wie gesagt, ist noch nicht fertig, wird noch dran gearbeitet, wird aber irgendwann in diesem Jahr wohl hoffentlich fertig. Und damit auch das bei den Gerichten nicht mehr immer so heißen muss, wie im aktuell vorläufig geänderten und weiß ich, ist, glaube ich, ziemlich kompliziert im Moment die Rechtslage. So, wir haben ein Bundesdatenschutzgesetz, wir haben aber auch ein Landesdatenschutzgesetz und auch da hatten wir ein NRW-DSEN-PUG-EU. Also ein nordrhein-westfälisches Datenschutz- und Anpassungsgesetz. Wir sind ein föderaler Staat. Das nordrhein-westfälische Datenschutzgesetz gilt für öffentliche Stellen des Landes. Vor allen Dingen sind das halt ist das auch unsere Polizei. Und Städte, Gemeinden, Kommunen und so weiter. So. Rundfunk, alles das, wo die Bundesländer Rechtsetzungshoheit haben, gilt auch Landesdatenschutzgesetz. Rundfunk hat wieder ein eigenes Datenschutz, aber das ist dann sehr noch komplizierter. Ja,
So ist ungefähr der Rechtszusammenhang. Und was ist jetzt der Sinn dahinter? Und was bringt überhaupt die Grundverordnung? Was macht die anders als vorher? Das ist eigentlich der wichtigste Punkt, weswegen jetzt auch so viele stöhnen. Die Rechenschaftspflicht. Die meisten Sachen, die ich vorgelesen habe, von den Grundsätzen des Datenschutzes, sind Dinge, die standen immer schon in unserem Datenschutzrecht. Sowohl im Bundesdatenschutzgesetz wie auch im Landesdatenschutzgesetz. Nur keinen hat es gekümmert, weil es gab keine Bestrafung, keine ausgearbeiteten, ausgeführten Rechte für die Betroffenen. Fragen dürfen die immer schon, aber ob sie eine Antwort kriegten und wann und wie, schwierig. Und jetzt ist halt klar geregelt, für die Leute, die Daten verarbeiten und verwenden und speichern, sie haben Pflichten. Sie müssen das, was im Recht drinsteht, auch befolgen. Sie müssen es dokumentieren in ihren Prozessen und sie müssen sorgfältig umgehen. Und wenn nicht, bis zu 2% Jahresumsatz und so weiter und so fort. Wurde ja auch viel gestöhnt. Ich finde das richtig so, weil man muss immer dran denken, das Datenschutzrecht ist zu einer Zeit gemacht worden, da gab es nicht so viele Daten. Ich will jetzt nicht wieder den Witz mit, wer war es, Gates, von wegen wie viel Computer man braucht, egal. Daten sind überall heute und es sind nicht immer unsere eigenen Daten, es sind halt meistens eigentlich Daten von anderen, das heißt, wir müssen darauf aufpassen und wir müssen sorgfältig damit umgehen. Insofern ist eine Rechenschaftspflicht eigentlich das Minimum und insofern ist die Datenschutzgrundverordnung zur richtigen Zeit gekommen, allein mit dem Vorlauf, den es hatte, genau zur richtigen Zeit sogar. So, dann gibt immer noch keine Fragen, finde ich klasse. Möchte ich noch mal kurz was erzählen. ganz wichtiger Punkt, nämlich wie kommen denn überhaupt Daten zustande, die dann zu schützen sind, die personenbezogenen. Guck mal gerade, das ist nämlich jetzt hier auch sehr fachlich, dass ich das ein bisschen schneller mache. Ganz klar, Datenerhebung aufgrund öffentlicher Aufgabe. Es muss jetzt nicht die meisten stöhnen ja bei der Grundverordnung jetzt, ich habe eben gesagt, Rechenschaftspflicht darüber, dass sie immer jetzt unterschreiben müssen, dass jemand ihre Daten verwenden darf. Das ist eigentlich gar nicht notwendig. Das machen aber viele, die Daten erheben, aus eigener Unsicherheit, weil sie nämlich gar nicht wissen, dass sie auch ganz andere Gründe haben, um die Daten zu verarbeiten. Zum Beispiel darf natürlich eine Stadt die Daten ihrer Bürger verarbeiten, weil das muss sie. Sie muss halt die Verwaltung braucht Daten. Das ist der ganz natürlicher Prozess. Und so berechtigtes Interesse ist ein ganz wichtiger Punkt. Ist ein bisschen sperriger Begriff, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Berechtigtes Interesse an der Erhebung und Verarbeitung. Wenn man den Punkt ein bisschen früher erklärt hätte, dann hätte man, glaube ich, viel Ärger vermeiden können, den es in Vereinen gegeben hat. Viele Vereine haben ja gestöhnt, dass sie jetzt, ja gut, dass sie die Kladde mit den oder den Ordner mit den Mitgliedsanträgen nicht mehr irgendwie bei der Sitzung am Tisch liegen lassen. Das sollte eigentlich schon immer so gewesen sein. Aber zum Beispiel, was halt Versand von Newslettern angeht. Wenn ich Mitglied im Verein bin, dann brauche ich nicht als Vereinsvorstand jetzt nochmal von meinen Mitgliedern ein Einverständnis einzuholen, dass ich denen auch ein Newsletter schicken darf. Das ist irgendwie völlig normal, wenn ich Vereinsmitglied bin, dass der Vereinsvorstand mir natürlich eine Information zuschickt, was im Verein los ist. Da muss ich nicht mein Einverständnis geben. Ich kann das dann ablehnen, das ist eine andere Geschichte. Aber aus dem Datenschutzrecht muss ich das nicht mehr extra genehmigen. Das heißt, diese ganzen Prozesse, wo Leute gesagt haben, Hilfe, jetzt muss ich hier nochmal nachfragen und das habe ich alles nicht verzeichnet, die Einwilligung und so weiter, völliger Quatsch.
ist unnötig. Der Verein hat ein berechtigtes Interesse, seinen Mitgliedern Informationen über das, was im Verein passiert, zu schicken. Das darf er tun. Das Detail, also natürlich muss ich auch als Bauer oder als Händler oder Lieferant, Verarbeiter Daten verarbeiten, weil ich habe eine gesetzliche Pflicht, irgendwo meine Lieferkette nachzuweisen. Oder Vertragserfüllung, ganz wichtiger Punkt, zum Beispiel bei den Ärzten, Ärztinnen auch. Wenn ich zum Arzt gehe, dann habe ich direkt einen Behandlungsvertrag abgeschlossen, wenn er anfängt, mich zu behandeln. Und dazu gehört ganz klar, dass er auch meine Daten aufnimmt. Da muss ich nicht vorher noch, wenn ich da irgendwo liege, einen Zettel unterschreiben, dass er das auch machen darf. Das darf er einfach, weil ein Behandlungsvertrag zustande gekommen ist, der ihn ganz logischerweise verpflichtet, auch meine Daten aufzunehmen. So, der wichtigste Punkt, der auch aktuell nach wie vor große Diskussionen hervorbringt, ist das Thema Einwilligung. Einwilligung sind halt die ganzen Kästchen, Häkchen, die ich setzen muss, bei jeder Software, bei allem, was ich irgendwie online mache, soll ich immer einwilligen in die Datenerhebung. Und das muss natürlich die Stelle, die das abfragt, auch nachweisen, klar. Und da machen sich eigentlich die meisten das zunutze, weil sie bräuchten sehr häufig diese Einwilligung nicht. Sie lassen sich aber, dadurch, dass wir schon fast gewohnt sind, diese Einwilligung abzugeben, weil wir sie als notwendig erachten, viel mehr Rechte geben, als eigentlich notwendig wäre für den Prozess, um den es gerade geht. Das heißt, die Einwilligung wird im Prinzip sehr stark missbraucht aktuell. Sie müsste theoretisch nach Gesetz müsste in verständlicher und leicht zugänglicher Form beschrieben werden, worein ich eigentlich einwillige. Das heißt, wofür meine Daten benutzt werden. Ich habe eben das erklärt mit Zweckbindung und so weiter. Das müsste eigentlich sehr einfach und verständlich erklärt sein, um dann eine sogenannte informierte Einwilligung geben zu können. Ist nicht der Fall. Jeder kennt die seitenlangen Texte. Liest kein Mensch. Darf aber nicht sein. Es fehlt da im Moment die Kontrollmöglichkeit. Es war aber auch, hole ich mal ein bisschen aus, es war gar nicht so gedacht, dass diese Einwilligung online so abgegeben wird, weil die Datenschutzgrundverordnung sollte eigentlich zusammen mit der E-Privacy-Verordnung kommen. E-Privacy wird, wenn sie dann mal fertig wird, genau diese Online-Geschichten regeln, was ich halt, wenn ich mich online auf einer Seite bewege, willige ich im Moment ein, dass Cookies gespeichert werden, dass mein Nutzerverhalten getrackt wird, für Werbezwecke verwendet wird. In das willige ich alles ein, was ich aber gar nicht will, weil ich will eigentlich nur auf der Seite was lesen. Aber diese Einwilligung wird halt erzwungen. Der Inhalt oder was ich einwillige, ist etwas, was die E-Privacy-Verordnung regeln sollte. Da die nicht da ist, nutzen halt die Anbieter aktuell die Einwilligung dazu, sich pauschal alle Rechte an den Daten, die ich erzeuge, durch den Besuch der Webseite, durch die Nutzung des Dienstes, durch die Nutzung der App, für ihre Zwecke. Und zwar können das sehr weit gehen. Gerade ein nettes Beispiel. Da ist eine App, Ever heißt die, gestartet vor 4 Jahren ungefähr. Typisches kostenlos App für Fotobücher, konnte man seine Fotos hochladen, das kann man heute noch. Und die haben dann schöne Familiengeschichten draus gebaut, kostet nichts, kann man einfach easy nutzen. Schreibt dann rein, wer das ist, Tante Martha und so weiter und so fort.
So, und gibt natürlich klar seine Einwilligung, dass die Daten genutzt werden, will man ja haben. Man will ja das Fotobuch kostenlos und so weiter. So, und dann kommt aber raus, hey, da gibt es noch eine weitere Abteilung in der Company und die beschäftigt sich mit Gesichtserkennung für Sicherheitsbehörden. Und die sagen, sie haben eine ganz tolle Gesichtserkennung, weil sie nämlich Millionen von Bildern haben und ganz toll trainierte Gesichtserkennung und bieten das halt den Law Enforcement Agencies in den USA an. Und sie haben diese Millionen Bilder, weil halt ganz viele Leute das hochgeladen haben für die Fotobücher. Und keiner hat die Bedingungen gelesen. Da steht verklausuliert drin, dass die Bilder auch verwendet werden können für das Trainieren der Anwendungen, die die Firma so macht. Aber keiner hat sich natürlich darum gekümmert, dass die Firma halt auch im Bereich Gesichtserkennung tätig ist. So, aber in Deutschland, sage ich mal, in Europa ist es, würden die damit jetzt nicht durchkommen nach der aktuellen Rechtslage. Wobei das tatsächlich ein Fall ist, der passiert ist. In USA wird sich das mal entscheiden. Also ein konkretes Verbot gibt es nicht. Man muss den Leuten einfach sagen, sie haben nicht gelesen, was sie unterschrieben haben. Ähnliche Geschichte, wo wir auch mitten in einem Prozess drin stecken, ist das Thema Facebook und andere soziale Dienste. Da ist auch I accept, das ist viel zu viel, was man akzeptiert im Moment. Aber es ist ein sehr langer Prozess, gerichtlich auch mit den Datenschutzbehörden zu regeln, dass die Prozesse einfacher werden. Aktuell bietet Facebook zwar an, man kann ja sehr granular einstellen, was Facebook mit den Daten machen darf. Ich sage mal herzlichen Glückwunsch, wer da durchsteigt, durch die Menüführung, um halt auszuschließen, dass seine Bilder ja für diverse Facebook-interne Zwecke verwendet werden. Herzlichen Glückwunsch. Es ist zu kompliziert. Es ist nicht der Grundverordnung entsprechend eingerichtet, aber es ist leider ein Prozess, der erst gerichtlich geklärt werden muss, ob die so weiter verfahren dürfen oder halt durch klare politische Regelungen, die wir aber leider nicht haben, weil es ist halt einfach viel zu schwammig geregelt in der Grundverordnung. So, ganz kurz, hat aber jeder auch schon mitbekommen, Rechte der Betroffenen. Ich kann immer bei Facebook fragen, also viele sagt das immer, wenn jemand hier viel bei Facebook aktiv ist, einfach mal fragen. Einfach mal nachfragen, hey Facebook, was habt ihr denn von mir bisher? Und einfach mal überraschen lassen, was dann kommt. Kostet auch nichts. Muss man zwar finden, suchen ein bisschen auf der Seite, wo das ist, aber vielleicht öffnet das dem einen oder anderen mal die Augen, was denn da alles so gespeichert wird. So, auf Facebook und andere Social Networks, die sind inzwischen darauf eingerichtet, diese eine Monatsfrist überschreiten die zwar meistens, aber nicht lange und ist ja auch letztlich ein Prozess, wenn man den einmal angelegt hat, seine Auskunft, dann fluppt das auch ganz gut. So, damit, das hatte ich eben schon mal gesagt, alles muss eigentlich in einer klaren, verständlichen Sprache dargelegt werden. Das ist etwas, was überhaupt noch nicht der Fall ist. Und wo es noch leider viel Prozesse geben muss, damit wir dahin kommen, dass es einfach verständlicher ist, was den Menschen erklärt wird, was mit ihren Daten passiert. So, und jetzt sind wir an der Stelle, wo ich hier mal einen Break gemacht habe, weil ich nämlich die ganze Zeit durcherzähle und irgendwie schon mal gewartet habe auf eine Frage, die irgendwie kommt, kommt aber nicht. Ich wollte jetzt die Gelegenheit geben und von mir aus auch fragen, ob jetzt in einem weiteren Punkt ich sprechen soll noch über die Umsetzung der Grundverordnung. Das wäre allerdings nur für Menschen interessant, jetzt die tatsächlich selber davon betroffen sind, Regeln in ihrem Unternehmen oder Verein oder sowas zu machen, die mehr über ein Verarbeitungsverzeichnis wissen möchten oder über solche Dinge jetzt
frage ich mal in die Runde, wird mehr Inhalt zur Umsetzung der Grundverordnung gewünscht? Das wird nämlich ungefähr 20 Minuten dauern. Okay, Frage war, ob die, wenn ich jetzt die Grundverordnung für gut halte oder ob was da geändert werden soll. Das ist jetzt also sehr im Detail, gibt es da ein paar Änderungswünsche. Aber im Großen und Ganzen sind wir noch weit davon entfernt, Dinge zu ändern, weil wir müssen erstmal umsetzen, was da vorgegeben ist. Das heißt, erstmal gibt noch viel Prüfung des Umsetzungsprozesses, um noch mehr Tücken vielleicht rauszukriegen. Das meiste, wo bisher geschrien wurde, hey, das passt nicht, das hat eigentlich damit zu tun, dass sich die Leute nicht auseinandergesetzt haben mit den Prozessen oder die einfach gedacht haben, okay, wir haben jetzt eine neue Grundverordnung, die verlangt zwar irgendwelche Pflichten von mir, aber ich mache trotzdem mal weiter so wie bisher. Das funktioniert halt nicht. Also es ist noch viel zu wenig tatsächliche Umsetzung passiert, viel zu wenig Anpassung der Arbeitsprozesse. Insofern bin ich jetzt vorsichtig, jetzt schon irgendwelche Änderungen formulieren zu wollen. Was ich mir viel mehr wünsche, sind mehr Aufsichtsbehörden, mehr Personalbeaufsichtsbehörden, dass die da genauer hingucken, was die einzelnen Firmen machen. Weil, da gibt es halt noch viel Nachlässigkeit. Keine Ahnung, ich habe mir jetzt nicht eine Reihenfolge gemerkt. Einmal, zweimal, dreimal oder einmal, zweimal, dreimal. Die Einwilligung in die Verarbeitung der Daten, die muss freiwillig sein. Ich darf dich nicht zwingen. Also der Gang, es ist ja schon freiwillig, wenn ich zu einem Anbieter gehe und da ein Produkt kaufe, wo ich aus irgendwelchen Gründen meinen Namen eintragen muss, weil ich ihn auf Kredit kaufe, meinetwegen, so. Dann habe ich ja diesen Gang freiwillig gebaut. Also ich darf nicht gezwungen werden, meine Daten abzugeben. Nein, immer wenn eine gesetzliche Vorgabe ist, dann entfällt die Freiwilligkeit. Es geht ja darum, wenn ich einen Prozess, wenn ich ein Zeitungsabo abschließe, dann kann ich auch nicht mal sagen, freiwillig gebe ich nicht meine Rechnungsadresse ab oder so. Das ist widersinnig. Ich schließe das Abo ab. Erstmal muss ich das Produkt geliefert kriegen und ich muss die Rechnung bezahlen. Da gibt es nicht mehr die Freiwilligkeit. Aber zum Beispiel die Einwilligung, gleichzeitig beim Abo ein Newsletter zu bestellen. Ich darf nicht den Newsletter zwangsweise verschicken, weil ich das Abo bestellt habe. Also ich muss das abwählen können zum Beispiel. Ich gebe nicht meine Einwilligung, den Newsletter zu bestellen, automatisch, weil ich das Abo abgeschlossen habe zum Beispiel. Oder umgedreht, ich bestelle den Newsletter und habe dann irgendwelche anderen Pflichten oder sowas. Also Freiwilligkeit, klar, wenn ich einen Vertrag eingehe und der Vertrag verpflichtet mich zu Dingen, da gibt es keine Freiwilligkeit. Das ist klar. Ich muss, okay, die Frage ist jetzt Umgang mit Schülerdaten, also was für einen Einfluss hat die Datenschutzgrundverordnung auf den Umgang mit Schülerdaten, was darf der Lehrer und was darf er nicht mehr, was dürfte er noch nie. Also es ist immer eine Pflicht des Lehrers, sehr sorgfältig mit den Daten der Schüler umzugehen. Nun ist das, wie soll ich mal sagen, ich hatte auch sowas letztens, darf jetzt jemand anders erfahren, jetzt ein anderer Schüler, ein anderer Absolvent, weil das war ein bisschen älter, dass der andere eine schlechte Note hat. Das ist natürlich jetzt in so einer Klasse etwas, also ich kenne das auch nur so, natürlich hat man das mitgekriegt, wenn jemand anders eine schlechte Note hat. Vielleicht nicht unbedingt, ob es jetzt eine 5 oder eine 6 war. Es gibt auch andere Punktzahlen jetzt inzwischen, aber egal. Also wie schlecht. Es ist zum Beispiel nicht okay für den Lehrer, wenn er dann extra solche Daten preisgibt, keine Frage. Oder Verläufe jetzt, Beurteilungen, auf die hat er aufzupassen, ja, ganz klar. Und er dürfte zum Beispiel nicht, und das ist ganz wichtig für Lehrer und Lehrerinnen, dass sie per WhatsApp sich mit Kollegen unterhalten, was ihre Schüler angeht und was ihre Schüler gerade machen.
Ja, okay. Ich versuche die Frage mal irgendwie zusammenzufassen. Also es geht darum, wenn jetzt ein Lehrer eine Vertretung für jemand anderen übernimmt und da müssen aber Informationen von Schülern mitgeteilt werden für diesen Vertretungsvorgang, ob man da jetzt das macht, indem man ein Blatt in das Fach des Vertretungslehrers legt, was ja relativ sicher ist, was den Datenschutz angeht, weil nicht viele haben Zugang zu diesen Fächern und könnten da reingucken, oder ob die Lehrer das halt neue Technik nutzen, per E-Mail die Namen schicken könnten, die Klarnamen der Schüler oder sogar in einem angehängten Word-Dokument an die E-Mail. So, und ja, ist aber eine gute Frage. Da ist nur, ja, ist halt Folgendes: Es ist bisher in Schulen leider so und auch in vielen anderen Stellen, dass auf sichere und vertrauliche Kommunikation wenig geachtet wurde, vertrauliche elektronische Kommunikation. Und eigentlich, schlechtes Wort, das ist trotzdem so, müsste immer, wenn personenbezogene Daten elektronisch übermittelt werden, schon ein Schutz eingestellt sein, sprich eine Verschlüsselung. Das sollte eigentlich Standard sein. Verschlüsselung gibt es seit, keine Ahnung, 20, 30 Jahren, E-Mail-Verschlüsselung, ist überhaupt kein Problem. Es hat nur niemand gemacht, weil es war nicht gefordert, es hat niemand interessiert und jeder hat halt seine E-Mail, die ja allgemein als Postkarte gilt, so halt seine Geschichten verschickt. So, und ein Lehrer, es wäre schon längst Aufgabe des Schulträgers gewesen, bei der Einführung von Computern auch für sichere Kommunikation der Lehrer, der Lehrenden zu achten. Hat man nicht gemacht. So, leidtragend ist dann jetzt, sind dann im Moment die Vertretungslehrer, die ja eigentlich nicht per E-Mail die Klarnamen geschickt kriegen dürfen. Vielleicht sogar, wenn es ins Feriencamp geht, sind es nicht nur die Namen der Kids, die mitfahren, sondern es sind dann auch noch spezielle Eigenheiten, wenn jetzt ein Kind krank ist, eine spezielle Krankheit hat, wo der Lehrer darauf achten muss und so weiter und so fort. All das geht gar nicht per Mail, besonders schützenswerte personenbezogene Daten. Aber in der Praxis sind die wenigsten Schulen, ich würde mal fast sagen, wahrscheinlich gar keine, ausgestattet mit E-Mail-Verschlüsselung, dass die Lehrer per Verschlüsselung miteinander kommunizieren können. Das wäre Pflicht. Genau, das geht auch viel zu weit. Also selbst wenn der Schüler, wenn die Eltern am Schuljahresbeginn unterschrieben haben, hier, man darf in der Schule wird mit E-Mail kommuniziert und das darf halt passieren, dass auch Daten übermittelt werden. Wäre es zu weitgehend, so einen Fall vorauszusehen, dass ein Vertretungslehrer möglicherweise sensible personenbezogene Daten dass die dir mitzuteilen sind und man dafür auch dieses E-Mail-System nimmt. Das wäre zu weitgehend. Müsste man also eine Sonderregelung treffen, das heißt, in dem Moment dann die Eltern fragen, und wenn ich Elternteil wäre, würde ich halt sagen, niet. Ja. Entschuldigung, dann die dritte. Okay, das waren zwei Fragen. Ich versuche die auch noch mal kurz zusammenzufassen. Also, erste war, der Bundesdatenschutzbeauftragte, der neue Ulrich Kelber, hat gesagt, dass die Datenschutzgrundverordnung in seinen Augen ein Erfolgsmodell ist. Und die Frage war, was ich davon halte. Und die zweite Frage war, Anwendung im Bibliotheksbereich, wo für Mahnverfahren bisher, also wenn Bücher nicht zurückgegeben wurden, drei Personen Zugriff hatten auf die Daten und das also auch gemacht haben. Und das ist halt neu geregelt worden, dass die Personen nur noch einen Teil Zugriff haben. So, erste Frage. Ich habe ja auch, glaube ich, eben gesagt, dass ich denke, dass die Grundverordnung noch lange nicht umgesetzt ist, weil ich sie sehr positiv finde. Sie ist ein Erfolgsmodell tatsächlich insofern, dass sich sehr viele Länder auf der Welt interessieren für das europäische Datenschutzrecht. Und das ist schon mal sehr gut, weil wir bräuchten nämlich eigentlich nicht nur ein europäisches Datenschutzrecht, sondern ein weltweites Datenschutzrecht, was idealerweise auch überall ja, möglichst ähnlich ist, damit wir halt nicht so ein Datenschutzunterbietungswettlauf haben, weil das Netzwerk, das Internet ist weltweit. Und wenn überall die gleichen Datenschutzregeln wären, dann wäre das schon mal gut, dann hätten wir gleiche Wettbewerbsbedingungen, zumindest was den Datenschutz oder den Umgang mit personenbezogenen Daten gilt. Insofern Erfolgsmodell ja. Wir sind aber nicht am Ende,
sondern brauchen mehr Erfahrung in der Anwendung, um dann noch mal genau zu gucken, wo man noch ein paar Stellschrauben, wo man es noch verbessern kann. Aber es ist auf jeden Fall ein Riesenschritt vorwärts, allein schon durch diese Rechenschaftspflicht. Die Frage mit Bibliothek, Mahnverfahren, drei Personen hatten bisher Zugang auf die Daten und haben halt das Verfahren gemanagt. Ist jetzt ein bisschen sehr komplex, was du beschrieben hast im Detail. Es zeigt aber auf jeden Fall, dass dieses Verfahren anscheinend im Zuge der Grundverordnung oder dieser neuen Vorschriften halt überdacht worden ist und neu geregelt wurde und die Zugriffsrechte eingeschränkt worden sind. Das ist jetzt mal vom ganz global gesagt auch schon mal positiv, weil sich jemand anscheinend Gedanken gemacht hat, wer braucht denn welchen Zugang, um den Arbeitsprozess zu machen, und dann anscheinend überlegt wurde, aha, das kann man also für die Einzelnen einschränken. So ist halt nicht mehr jeder den Zugriff auf alles, weil es anscheinend nicht notwendig ist. Wenn das aber jetzt in der Praxis, weil du bist jetzt der Praktiker und gehst damit um, wenn das dann nicht praktikabel ist, dann muss man halt kommunizieren mit demjenigen, der den Prozess eingerichtet hat, und zu einer Lösung kommen, die einmal den Datenschutz gewährt, also auch diese, dass jeder nur mit den Daten umgehen soll, die für seine Arbeit, für seinen Prozess notwendig sind und nicht mehr. Vielleicht ist das ein bisschen übers Ziel rausgeschossen, so wie es jetzt geregelt ist. Vielleicht ist aber auch ein Umgewöhnungsprozess. Also das ist jetzt schwer ein bisschen einzuschätzen. Ich würde aber auf jeden Fall vorschlagen, es hat ja jemand diesen Prozess strukturiert, wenn es jetzt Probleme gibt in der Praxis, dass man sich einfach hinsetzt und guckt, wo hakt es denn und wie kriegt man es vielleicht besser hin. Rechtmäßig ist es auf jeden Fall, den Prozess zu strukturieren, weil es ist sogar eine Vorgabe, diese Prozesse, habe ich ja auch eben erklärt, diese Prozesse neu zu durchdenken und zu überlegen, wo war vielleicht bisher zu viel oder eine Ungenauigkeit oder was auch immer. Ob das im Detail gelungen ist, wie gesagt, ist immer eine Sache des Einzelfalls, aber rechtlich möglich und auch gefordert ist es durch das Datenschutzrecht, solche Prozesse neu zu strukturieren. Das soll man vielleicht gleich wirklich nochmal im Detail besprechen. Also wenn man jetzt Workarounds, also wenn die Anwender, die vielleicht eingeschränkt sind durch den neuen Arbeitsverlauf, sich jetzt Umgehungsmöglichkeiten überlegen, um wieder zu dem alten Prozess zurückzukommen und dadurch quasi neu Datenschutzverstöße begehen oder unsichere Datenverarbeitung machen, das ist natürlich gefährlich. Und ja, sollte eigentlich für einen verantwortungsvollen Chef oder denjenigen, der halt diesen Prozess installiert hat, erst recht ein Grund sein, sich damit nochmal zu beschäftigen. Ist immer eine Sache von Kommunikation. Also jetzt so Workarounds zu überlegen, Daten per E-Mail, CC zu schicken, wahrscheinlich auch noch unverschlüsselt, auch wenn sie jetzt nicht höchst sensibel sind, ist halt schwierig. Und ist sicherlich nicht im Sinne der rechtlichen Anwendung. Also ja, ich kann nur empfehlen, das Gespräch zu suchen. Wenn der Arbeitsprozess, wenn die Aufgaben, die man zu erledigen hat, quasi leiden, wenn das ganze Verfahren der Mahnung länger dauert, spätestens dann sollte eigentlich auch der Chef mal überlegen, hey, woran liegt das denn? Ich kann nur appellieren, halt wie gesagt, nochmal mit dem Chef dann zu reden, dass man das irgendwie besser gelöst kriegt. Ja, okay. Das kann passieren, das ist schade. Okay, dann du und dann da hinten noch meine Frage. Ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, ich weiß nicht, ob er es selber verschickt hat, aber selbst dann ist natürlich so ein Fauxpas. Ich würde auch immer BCC verschicken oder an einen Verteiler, der wo halt die anderen es nicht erkennen. Auf der anderen Seite, wenn es ein Pressevertreter ist, die sich sowieso kennen, ist das wiederum auch, vielleicht ist es gelebte Praxis gewesen, was auch immer. Aber keine Frage, die BCC-Funktion ist halt genau dafür da, eine große Gruppe, wo nicht jeden kennt,
Die Frage war, ich hatte das hier auch auf den Charts an einigen Stellen, Datenschutzrecht gilt, wenn nicht Spezialgesetze gelten. Und die Frage war halt, wie kriegt man raus, wann ein Spezialgesetz gilt? Das ist tatsächlich nicht so einfach. Also ich wüsste von keinem Verzeichnis, wo das irgendwie alles aufgeführt ist. Das zweite Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetz ist sicherlich eine Hilfestellung, weil da geht es gerade um Verweise in einem Riesenhaufen von Gesetzen. Da könnte man jetzt nachgucken, ob für den eigenen Fall was dabei ist. Aber ansonsten ist doch schon ein bisschen Fachkenntnis in seinem Bereich irgendwo notwendig, um das rauszufinden, würde ich sagen. Vielleicht habe ich aber auch kenne ich auch ein Verzeichnis noch nicht, was tatsächlich existiert. Also die Frage, mal gucken, ob ich das richtig formuliert kriege. Die Frage war, wann oder ob die Gesundheitskarte kommt, ob sie kommt voll datenschutzgrundverordnungskompatibel oder eben nicht. Ja, das ist auch ein Grundproblem der Gesetzgebung, nicht nur jetzt beim Datenschutz, sondern auch bei anderen Gesetzen mal. Kein Gesetz steht ganz für sich alleine, sondern es gibt immer Berührungspunkte zu anderen Gesetzen. Sollte natürlich ein Datenschutzgesetz für sich alleine stehen, aber wir hatten gerade schon den Punkt Spezialgesetze, Spezialgesetzgebung. Gesundheitsdaten kann man auch in ein Gesetz reinschreiben, das wegen der Gefahr für Leib und Leben, steht ja auch in einigen Gesetzen drin, darf man halt bestimmte Dinge tun, die normalerweise verboten sind. Sich zum Beispiel über bestimmte Vorschriften des Datenschutzgesetzes hinwegzusetzen, bei Gefahr für Leib und Leben. So, oder, so wird man zwar nicht reinschreiben, aber wenn man eine Gesundheitskarte überhaupt unbedingt haben will, dass man sich dann auch um Datenschutzgesetze nicht so sehr kümmert, hat sowas in der Art, hat Doro Bär gesagt. Letztendlich sagte, man sollte Datenschutz nicht so hochhängen, Gesundheitskarte wäre halt wichtig. So, das geht natürlich nicht. Also hätte vor Gericht keinen Bestand, wenn man das so gesetzlich formulieren würde. Weil nur mal, weil man die Karte haben will, heißt das nicht, dass man den Datenschutz nicht beachten muss. So, aber dann sind wir in dem Bereich der schwammigen Formulierung, was dann durchaus passieren kann. Wird halt gesagt, die Karte ist halt wichtig. In dem Prozess sind wir gerade, wo halt aufgrund der ganzen Vorleistungen, die gemacht worden sind, man hat dann jetzt Verschlüsselung und alles Mögliche. Es ist zwar nicht praktikabel, die Karte einzusetzen, und es ist auch eine riesengroße Gefahr des Datenmissbrauchs da. Aktueller Stand ist aber wohl, dass dieser Versuch gestartet wird. Man hat ja die Krankenkassen, die schon mit im Boot sind und dieses Verfahren betreiben sollen. Und da ist dann tatsächlich wieder, dann sind die Gerichte gefragt, die wieder entscheiden müssen, ist jetzt hier der Datenschutz, wird der vernachlässigt? Ist der höher anzusetzen als die Anwendung der Gesundheitskarte? Ne, das wird kommen, das wird auf jeden Fall kommen. Doch, der Datenschutz hat einen sehr hohen Stellenwert, was das Grundrecht angeht. Deswegen habe ich eben nicht nur Menschenrechtscharta, Europäische Grundrechtscharta genannt. Ganz wichtig, in der Europäischen Grundrechtscharta steht der Datenschutz drin, und zwar als Datenschutz, nicht mehr als hergeleitetes Recht, sondern es steht Datenschutz drin. In der nordrhein-westfälischen Landesverfassung steht Datenschutz drin. Das heißt, wenn wir hier ein Landesgesetz machen, wo der Datenschutz missachtet wird, dann kann man tatsächlich eine Verfassungsklage vor dem Landesverfassungsgerichtshof anstrengen. Weil das ist ein sehr hohes Grundrecht, dass im Grundgesetz der Datenschutz nur mittelbar durch die informationelle Selbstbestimmung drinsteht. Das ist das eine, aber da wir die Europäische Union haben, zählt wiederum auch die Grundrechtecharta, wo tatsächlich Datenschutz erwähnt ist und wo nicht drinsteht, ein Gesetz regelt Näheres und kann das wieder aushebeln. Das steht in der Grundrechtecharta nicht drin. Das heißt, es ist ein sehr hohes Grundrecht, aber es wird, wenn eine Regierung ein Gesetz macht, was das missachtet, dann sind es halt die Gerichte, dann ist die Judikative, die diesen Fall klären muss und sagen muss, hey Regierung, dein Gesetz ist falsch, mach das wieder zurück, weil das Grundrecht auf Datenschutz steht höher. Und das wird, wie gesagt, bei der Gesundheitskarte mit Sicherheit passieren.
dass ein Verfahren angestrengt wird. Was rauskommt, werden wir sehen. Ja. Das Datenschutzgesetz gilt nicht im familiären Bereich. Es gilt aber schon, also es fängt bei Freunden an, würde ich sagen. Vor allen Dingen, also eine Einladung zum Geburtstag, das, glaube ich, gilt noch als ja sehr privat. Aber wenn es irgendwas anderes ist, Betriebsjubiläum oder so, dann sind wir schon in einem anderen Bereich. Es gibt keine Zahl. Also ganz grundsätzlich, Datenschutzgesetz gilt in der Familie nicht. Da muss also auch keiner besonders personenbezogene Daten oder solche Sachen berücksichtigen. Also nicht eine Zahl, sondern sobald es man muss auch jetzt wieder abwägen, jetzt, das sind E-Mail-Adressen von Menschen, von Freunden, die eingeladen werden. Ist zwar personenbezogen, aber auch nicht höchst sensibel. Ein Abwägungsprozess, den er selber treffen muss, aber es gibt keine Zahl, die ein Verbot definiert, also kein Schwellwert oder sowas. Na, überhaupt nicht. Also, weil das eine Parteimitglied weiß ja nicht, wer das andere Parteimitglied ist, weil das ist ein hochsensible Information, wer überhaupt Mitglied in der Partei ist. Man begegnet sich bei Parteitagen zwangsläufig, das ist keine Frage, man weiß aber auch nicht unbedingt, wie der andere heißt. So, man hat ihn vielleicht mal gesehen und so weiter und so fort. Aber also, wenn wir Piraten tatsächlich mal mit einem offenen E-Mail-Verteiler alle Parteimitglieder anschreiben, das wäre ein fetter Datenschutzverstoß, den wir uns da leisten würden. Okay, jetzt haben wir eine Menge Fragen. Da kommt noch eine. Die Frage war jetzt, ob man sich auf das Privacy Shield verlassen kann. Privacy Shield vielleicht ganz kurz ist, wir haben hier unser europäisches Datenschutzrecht, aber natürlich sind Daten, werden international verarbeitet, vor allen Dingen auch in den USA. Wir haben hier viele Firmen, die Daten verarbeiten, Facebook, Twitter und so weiter, die halt in den USA sitzen. Die haben viele von unseren Daten und da war halt die Frage, wie gehen die mit unseren Daten um? Die Politik hat sich da was überlegt, ein sogenanntes Privatheitsschutzschild, Privacy Shield. Das ist nämlich ein Vertrag, wo amerikanische Firmen unterschreiben es nur, dass sie mit unseren Daten, mit unseren Daten europäischer Bürger in den USA genauso sorgfältig umgehen, wie sich hier für europäische Daten in Europa gehören würde. Jetzt ist der Punkt, sowas ist noch nicht gechallenged, also noch nicht überprüft worden, meines Wissens. Man hat also noch nicht geguckt, ob das wirklich so ist. So, es wird geprüft vom europäischen Datenschutzbeauftragten. Er hatte letztens sogar einen Bericht, fällt mir gerade ein, ja. Er sagt natürlich schwierig, weil wir können da selber nicht prüfen. Das heißt, der europäische Datenschutzbeauftragte, der zuständig ist, zu gucken, ob die Bedingungen des Privacy Shields tatsächlich umgesetzt werden, kann seine Prüfung gar nicht durchführen. Muss er natürlich einen Bericht reinschreiben und ist dann schwierig. Allein aus dem Punkt ist dann schon weiße Salbe irgendwo, dieses Vertragswerk. Ohne diesen Vertrag müsste allerdings sofort Facebook, Twitter, Instagram, whatever in Europa abgeschaltet werden. Wollte keiner machen. Also das ist unpopulär, sagen wir mal, diese Maßnahme. So, deswegen hat man diesen Weg gewählt. Man wird das Abkommen wieder mal verbessern, vielleicht nochmal einen anderen Namen geben. Es muss aber, und jetzt mal Scherz beiseite, tatsächlich etwas Konkretes passieren in der Umsetzung, weil es geht ja nicht um den Datenschutz. Diese Privacy-Geschichten, die kamen zustande, Daten gegen andere, gegen Dritte zu sichern. Da kann man sogar davon ausgehen, dass das einigermaßen gewährleistet ist in den USA, selbst wenn immer wieder rauskommt, dass jetzt auch Passwörter unverschlüsselt auf Servern gespeichert wurden. Das ist natürlich eine schlimme Nachlässigkeit, aber gegen Zugriff von Dritten ist es schon relativ gut geschützt. Es geht aber hier vielmehr auch darum, wie die Firmen
innerhalb ihrer Konstrukte mit den Daten umgehen, was sie mit unseren Daten machen, was sie daraus machen. Das muss viel mehr geregelt werden. Und das, dann sind wir nicht mehr beim Privacy Shield, dann sind wir wieder bei der E-Privacy-Verordnung und bei der Privatheit in der digitalen Welt. Und da sind wir noch so am Anfang von einer Riesenaufgabe, die wir zu lösen haben. So, das waren jetzt viele Fragen. Und dann glaube ich, sparen wir an der Stelle mal tatsächlich den Grundverordnungsteil, wie man das in der eigenen Firma oder im eigenen Verein umsetzt. So, Teilnehmerlisten liegen ja auch bei manchen Veranstaltungen, die man so macht, irgendwie aus. Und ja, da sind nicht viele, aber so ein paar Dinge halt jetzt auch wichtig. Die hätte man sich auch vorher schon überlegen können. Jetzt sind sie vorgeschrieben und sie sind auch sehr sinnvoll. Wenn ich eine Teilnehmerliste auslege, dann hat das einen Grund, weil ich irgendwie nachweisen muss, wem auch immer, also weiß ich nicht, einem Förderer oder irgendwie sowas, wie viele Leute da waren oder so, lege ich halt so eine Liste aus, wobei jetzt habe ich schon wieder zwei Sachen gesagt, die man auch wieder ausführen kann. Wenn es nur um die Anzahl der Leute geht, Anzahl der Menschen, dann brauche ich maximal, ja, theoretisch, je nachdem, die Anzahl tatsächlich nur, es waren 12. Vielleicht muss ich nachweisen, muss es prüfbar sein, dann bräuchte ich vielleicht die Namen und Adressen, damit man feststellen kann, ob die Menschen wirklich existieren und gegebenenfalls nachfragen kann. Aber dann brauche ich nicht deren Geburtsdatum, Telefonnummer oder sonst was. Und auch nicht ihre E-Mail-Adresse, weil wenn es eine Teilnehmerliste ist, dann ist es eine Teilnehmerliste und keine Anmeldung zu einem Newsletter. So, wenn ich die Leute auf ein Newsletter anmelden will, dann muss ich ein Extrablatt machen, wo dann draufsteht, hier bitte Newsletter anmelden. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. So, auf solche Sachen sollte man halt achten. Zweckbindung. Wenn ich eine Liste mache für die Teilnahme, ist es eine Teilnehmerliste. Wenn ich eine Liste mache für Newsletter-Anmeldung, ist es eine weitere Liste. Früher hat man es vielleicht verbunden, ist nicht ratsam. Das wäre sinnvoller, das jetzt zu trennen. Es sollte für die Leute, die sich um ihre Daten kümmern, auch immer draufstehen, wer fragt das denn ab? Sprich, ja, wer ist jetzt die Stelle, die dann meine Daten verarbeitet? Mit Ansprechpartner. Vielleicht hat man auch einen Infozettel dabei. Und für die eigene Dokumentation, damit man bei einer späteren Prüfung oder auch bei einem Nachfolger, der irgendwie den Arbeitsprozess übernimmt, das einfach sagen kann, einfach aufschreiben, wie man die Datenerfassung gemacht hat. Dass man zum Beispiel zwei Listen ausgelegt hat, einmal für Teilnehmer und einmal für Newsletter, falls es so war. Und auch dafür, wenn jemand nachfragt, hey, wie seid ihr denn hier an meine Adresse gekommen, ist auch ganz gut, nachgucken zu können bei der Veranstaltungsdokumentation und da einen Zettel zu finden, aha, ich habe das so und so gemacht. Schreibarbeit, aber Übungssache und Gewohnheitssache, kriegt man schnell raus. So, Klassiker auch, ach, wir dürfen gar nicht mehr fotografieren, geht gar nicht mehr, bei Veranstaltungsdokus nichts mehr möglich, stimmt so auch nicht. Aber in dem Zuge, ich habe eben das Beispiel mit der Gesichtserkennungssoftware gebracht, wo jemand die Bilder aus dem Web dazu verwendet hat. Facebook hatte ja auch schon mal die schöne Eigenschaft und hat sie dann in anderen Ländern auch noch. Hey, das sind deine Freunde, weil die hast du schon mal irgendwo im Partyfoto XY vor 10 Jahren. Seid ihr schon mal zusammen fotografiert worden und hier ist er wieder. Hat man dich wiedererkannt oder ihn wiedererkannt. Sprich, man muss grundsätzlich durch die Möglichkeiten der technischen Bildverarbeitung, die nun mal heute gegeben ist, ein bisschen mehr auf sein Gesicht in der Öffentlichkeit achten. Vor allen Dingen, wenn es halt fotografiert wird, wobei die große Verantwortung auch der trägt, der fotografiert. Weil der darf zwar fotografieren auf einer Veranstaltung, er darf das Bild aber nicht einfach so ins Netz stellen. So, was geht und was geht nicht? Sowas zum Beispiel als Bild von einer Veranstaltung. Man sieht, hey, da sind viele Besucher.
aber man kann keinen erkennen, außer der Frau, die da oben drauf steht. Das ist aber eine öffentliche Person, das ist völlig okay. Also einwandfreies Foto, Dokumentation einer Veranstaltung, wo man auch einfach erkennen kann, dass sie gut besucht ist. Das ist immer so ein Argument, hey, ich muss doch die Leute fotografieren, die da sind, aber ich muss sie nicht, ich kann sie so fotografieren. Also, so, anderes Bild, auch okay, würde ich sagen. Ich vermute einfach, weiß es aber nicht ganz genau, dass das ein Bodyguard ist. Zumindest ist er mit ihr reingegangen. Also ist jetzt nicht ganz privat. Die anderen im Bild sind aber nicht so einfach zu erkennen. Um nicht zu sagen, sind eigentlich nicht zu erkennen. Insofern würde ich auch noch sagen, dass das auch ohne Nachweis, dass man jeden Einzelnen im Bild gefragt hat, möglich ist, zu verwenden, auch öffentlich zu verwenden. Als Pressefotograf sowieso, weil man hat ein paar mehr Freiheiten. Das ist dann schon etwas schwieriger. Wenn man jetzt selber da sitzt, kurz aufsteht, mal seinen Freunden zeigen will, hey, der Saal ist voll, und schießt so ein Foto und twittert das los, das ist halt doof. Weil ich kann ganz viele Leute erkennen, sehr deutlich erkennen, die mir bestimmt nicht ihr Okay gegeben haben. Das kann ich schon sehen, dass die mir nicht das Okay gegeben haben. Das heißt also, das auf Facebook zu verwenden für den eigenen Bericht von einer Veranstaltung geht gar nicht. Wenn ich das mitkriege, weil ich der da vorne bin, wahrscheinlich kriege ich es nicht mit, aber wenn ich es mitkriege, könnte ich da ganz schön Stress machen. So, ich meine, da kann man sich schon ein bisschen was überlegen, wie man in Zukunft selber mit Fotos von Veranstaltungen umgeht. Ich glaube schon, dass es da ausreichend Möglichkeiten gibt, auch mit der Grundverordnung und dem Datenschutz umzugehen. Ja, eine Frage. Ja und nein. Jeder Teilnehmer einer Demonstration macht das öffentlich, er begibt sich in die Öffentlichkeit und steht dann auch mit seinem Gesicht für die Teilnahme. Es kommt, wenn jetzt fotografiert wird, von Außenstehenden oder auch aus der Demo raus, wenn so ein Foto veröffentlicht wird, trotzdem immer auf den Kontext an. Ist das dann irgendwie eher schädigend zum Beispiel? Oder was auch immer. Es kommt auf den Kontext an. Wenn es eine Berichterstattung über die Demo ist, ja, aber auch eher eine Übersichtsaufnahme, groß raus, vergrößert ein Bild, eine Person und dann mit einem Kommentar versehen, Problem. Ne? Aber grundsätzlich klar, derjenige, der auf einer Demonstration, der teilnimmt an einer Demonstration, begibt sich auch in die Öffentlichkeit und muss damit leben, dass er in Verbindung mit der Demonstration ja, öffentlich wird, in der heutigen Zeit sowieso. Jein, ein Journalist, ein Bildjournalist weiß, wie er damit umgeht. Er würde und sollte nicht einen Bürger am Stand einer bestimmten alternativen Partei gesichtsgroß zeigen und zeigen, dass sich dieser Mensch da meinetwegen informiert hat oder so, wenn das ein reiner Privatinformation ist. Fände ich problematisch. Ein Bildjournalist, glaube ich, würde sowas nicht machen. Ein Privatmann hätte sowas nicht zu fotografieren. Auch die Partei selber hätte das nicht zu fotografieren. Also da würde ich dann auch als Betroffener Einspruch einlegen. Sollte man solche Fotos von hinten machen, dass ich die Person einfach nicht kenne. Ein sensibles Thema, ein sensibler Bereich. Und da muss ich Rücksicht nehmen. So, auch noch spannendes Thema. Haben einige von uns gemacht. Unterschriften sammeln, Wahlzulassung und so weiter. Kennt jeder. Hoch meine Daten, gebe ich doch nicht ab. Aber bei den aktuellen Formularen für die Europawahl weiß auch jeder, da stand was Neues hinten drauf. Nämlich, wer ist die verantwortliche Stelle? Musste benannt sein, einschließlich Kontaktdaten, damit man, es war ein bisschen widersinnig, weil es stand auf der Rückseite des Unterschriftenbogens, den man ja dann abgibt,
Sprich, man hatte die Daten gar nicht. Man hätte aber, wenn jemand nachgefragt hätte, auch ein leeres Blatt mitgeben können und die Person hätte dann halt den Ansprechpartner gehabt über diejenigen, die sammeln, sprich hier die Piratenpartei in dem Fall. So, und wenn man jetzt für andere Aktionen rettet die Wale, weiß ich nicht, sonstige Sachen halt Unterschriften sammelt, ist es schon lange eigentlich auch eine gute Angewohnheit, eine Adresse parat zu haben, wer man ist. Auch auf einem extra kopierten Blatt, damit man das, wenn eine Person fragt, hey, wer sammelt denn hier eigentlich? Ja, das sind wir, hier ist eine Visitenkarte oder sonstigen Zettel. Und sich so halt vorbereiten. Dann kann man auch Unterschriftensammlungen machen. Und für die, die nicht unbedingt auf einem Blatt mit anderen zusammenstehen wollen, ist auch ganz gut, ein Einzelunterschriftenblatt parat zu haben. Gibt ja auch so welche, die sagen, nee, da stehen schon andere, die könnten dann noch andere unterschreiben, ja sehen, dass ich unterschrieben habe und deswegen will ich das lieber heimlich machen. Warum nicht? So, separates Blatt. Und natürlich, wie eben auch, einfach dokumentieren, was man gemacht hat, dass man nämlich sich Gedanken gemacht hat über den Datenschutz. Und das ist eigentlich auch für die meisten Anwendungen ein ganz wichtiger Punkt. Das Datenschutzgesetz hat jetzt wenig, um nicht zu sagen gar keine Haftstrafen zum Beispiel für Datenschutzverstöße, sondern es geht hauptsächlich um Geldstrafen. Und um die kommt man auch rum, vor allen Dingen als kleiner Verein oder als kleine Firma oder wie auch immer, wenn man halt dokumentiert hat, dass man sich gekümmert hat. Es kann sein, dass man Fehler gemacht hat, dass man nicht den richtigen Weg gewählt hat, weil es muss nicht der Datenschutzbeauftragte, das habe ich jetzt alles weggelassen, wenn man einen Profi braucht, das brauchen nicht viele. Das heißt, normalerweise ist man normal verantwortlicher Mensch, hat zwar die Vorgabe, sich zu informieren, das kann man bei den Datenschutzbeauftragten der Länder auf deren Webseiten machen, die haben viele Merkblätter dafür. Und wichtig ist, dass man darstellen muss, dass man sich gekümmert hat. Man hat auf diesen Seiten nachgeguckt, man hat sich Gedanken gemacht, einen Prozess datenschutzfreundlich zu konzeptionieren und man hat das notiert. Und das ist schon mal gut. Dann ist quasi, ja, wenn man nicht ganz sich doof angestellt hat, eine Strafe eigentlich relativ ausgeschlossen, dann wird man nur darauf hingewiesen, dass man Fehler gemacht hat und die man zu korrigieren hat. Aber ja, insofern Dokumentation ein ganz ein wichtiger Punkt. So, jetzt springe ich mal die Zeit, die rennt ja wahnsinnig. Das lasse ich jetzt mal weg. Das kennen wir Piraten natürlich auch, dass wir alle Möglichkeiten haben, uns datenschutzfreundlich im Netz zu bewegen. Wobei mich schon immer wieder wundert, dass ich doch immer noch wieder ein Doodle mit Doppel-O zugeschickt kriege, wenn ich mich um einen Termin kümmern soll oder so viele Leute die Dropbox benutzen statt Nextcloud und andere Dinge. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Die Fragen haben wir auch. Und dann springe ich jetzt mal weiter. Dann springe ich jetzt mal zum Thema Innenpolitik und zum Thema Polizeigesetz, wobei da habe ich auch gesehen, habt ihr euch in Bonn hier intensiv mit beschäftigt zum NRW-Polizeigesetz im letzten Jahr. Vielen Dank dafür, haben auch Piraten in vielen anderen Städten gemacht. War ein sehr wichtiger Punkt, sich zu engagieren. Wir haben, ja, das war jetzt Erfolg gehabt, wir haben es ein bisschen verzögern können. Einige Änderungen sind gemacht worden, aber nicht die Grundlinie ist beibehalten worden. Das heißt, wir haben einfache Regeln, Videoüberwachung einzusetzen. Wir haben die grässliche Schleierfahndung, Staatstrojaner, Fußfesseln und so weiter. Und wir haben vor allen Dingen insgesamt viel mehr Möglichkeiten, dass die Polizei Daten speichern und austauschen kann, weil ich weiß da nicht, ob das hier in Bonn Thema war, parallel zu dem Polizeigesetz mit der drohenden Gefahr, was die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, gab es eine zweite Änderung des Polizeigesetzes, nämlich zur Anpassung an die Datenschutzgrundverordnung. Und diese zweite Änderung des Polizeigesetzes hat viel
der Polizei viel größeren Freiraum gegeben, mit Daten zu arbeiten, als sie bisher es bisher hatte. Und das ist auch noch nicht zu Ende gechallenged, also sprich überprüft, ob das überhaupt so sein darf. Das passiert gerade in allen anderen Polizeigesetzen, die noch geändert werden. In Niedersachsen ist heute große Demo gewesen. Auch, dass die datenschutzrechtlichen Bestimmungen angepasst werden. Sie sind alle darauf ausgerichtet, mehr Daten auszutauschen, die Gründe für Datenaustausch viel allgemeiner zu fassen, beziehungsweise schon die Aufgabe des Sammelns sogar schon da reinzuschreiben, dass auch eine Konsequenz ist, die Daten auszutauschen mit anderen. Das war vorher nur so, dass es einen konkreten Grund geben musste für den Datenaustausch Polizei NRW, zum Beispiel zur Polizei Niedersachsen. Das ist jetzt weggefallen. Das Ziel ist, sind die größeren Datentöpfe. Man erinnert sich, 2016, ja, war es, Lothar de Maizière hat diesen Begriff geprägt und danach wird heute noch gehandelt. Also da war eine Frage. Frage war, Staatstrojaner und auch andere Punkte hier, dass ja da auch viele private Daten unbeteiligter Dritte anfallen und ob nicht die Bürger dann halt Möglichkeiten hätten, dagegen zu klagen nach Datenschutzgrundverordnung. Nein, weil die Datenschutzgrundverordnung im Grundsatz für die Polizei gar nicht gilt. Es gibt eine sogenannte JI-Richtlinie. Das ist eine Richtlinie für Justiz und Inneres, sag ich mal so, für Polizei, weil für den Sicherheitsbereich die Europäische Union noch keine Rechtsetzungskompetenz hat. Die kann also nur einen Rahmen vorgeben, eine Richtlinie. Und da muss jedes Land, jeder Staat in Europa selber die Gesetze machen. Das haben wir auch gemacht, das hat Deutschland auch gemacht. Und die Richtlinie basiert zwar ein Stück weit auf der Grundverordnung, auch auf der Systematik, aber dann wieder auch nicht. Leider sind sogar Begriffsdefinitionen unterschiedlich, so dass es komplett verwirrend ist für Externe. Und der Grundsatz ist da auch, steckt da auch drin, Sicherheitsbehörden sollen mit Daten arbeiten dürfen. Die Datenschutzrichtlinien für Private, speziell das Thema Zweckbestimmung, ganz, ganz wichtiger Punkt, ist da sehr aufgeweicht worden. Also ist eigentlich so gar nicht mehr richtig vorhanden bei dem Datenschutz der Sicherheitsbehörden, was natürlich sehr schlecht ist, als einer von vielen Teilen. Ja, noch eine Frage? Polizei lügt nie. Sie vergisst halt manches. So, solche Fälle hatte ich auch, als ich im Landtag war und Anfragen gestellt habe. Klassiker war Polizei Duisburg. Ich hatte einen schriftlichen Bericht von einem szenekundigen Beamten, ich muss gerade SKB, Sachkundiger, das stimmt nicht, also szenekundiger Beamter vom Fußballfan, der jemanden angeschwärzt hatte und Daten halt gespeichert hatte vom Polizeipräsidium Duisburg. Ich habe als Landtagsabgeordneter die Frage gestellt, wie viel SKBs denn da Daten sammeln. Und dann hieß es, ja, wir haben gar keine SKBs, gibt's bei uns gar nicht. Und wir haben überhaupt keine Daten gespeichert. Dann habe ich halt in der Sitzung den Minister damit konfrontiert und dann wurde halt ein bisschen rumgeredet und ja, und ist das im Sande verlaufen. Also die hat halt die eine Stelle nicht von der anderen gewusst und man hat das anders definiert und zack, ist das dann plötzlich keine Lüge mehr, sondern eine, ne, so, erledigt. Ja, war die Frage beantwortet. So, umfangreiche Datenspeicherung. Ich wollte zu einem Punkt kommen, der halt auch schon wichtig war, auch für Piraten, weil da waren wir mit einer Klage befasst, der aber auch in der Zukunft noch wichtiger wird wieder, nämlich die Gesichtserkennung. Jetzt muss ich gucken, ob das nicht zu lange angelegt ist. Wie ist denn eure Ausdauer noch?
mal kurz in die Runde gefragt. Wie viel Zeit? Wir haben jetzt, eigentlich war bis 21 Uhr gedacht. Halbe Stunde oder ist es zu lang? 20 Minuten? Irgendwie so. Versuche ich mal jetzt schneller das durchzumachen. Ich finde das insofern nicht ganz unwichtig, weil ich habe eben schon kurz ausgeführt, Gesichtserkennung, Facebook und andere, also die Datenbilder, die heute im Netz sind. Keiner weiß ja, wer sich dieses Netz, die Bilder anguckt und wer die Daten daraus zieht und wie verwendet. Offline-Gesichtserkennung wird schon Jahre gemacht, auch von der Polizei in Deutschland. Auslöser war da, vielleicht erinnert ihr euch noch Boston, Rucksack, Bomber, mit dem Rucksack die Bombe transportiert und die Polizei hat damals in Boston sich alles, was sie an Videomaterial kriegen konnte, geben lassen und sie haben mit einem Kreativen halt eine Software entwickelt, alles auszuwerten, um halt dann festzustellen, in welchen Bildern welche Muster, sprich Personen, Rucksack, was auch immer, auftaucht, um daraus irgendwie ermitteln zu können, was in der Vergangenheit, also vor dem Anschlag, da passiert ist. Und da ist halt dann aufgefallen, dass da jemand entgegen der Richtung, wo die meisten Leute laufen, gelaufen ist und der hatte dann halt einen Rucksack und insofern sollte er das wohl gewesen sein. Anyway, in dem Zuge ist halt die, da ging es im Prinzip darum, aus dem vorhandenen Videomaterial mit Bildidentifikation, Mustererkennung zu rekonstruieren, was vorgefallen ist in der Vergangenheit, um einen Vorgang aufarbeiten zu können. So, das ist das eine, was auch hier in Deutschland gemacht wird. Deswegen ist es, finde ich, auch nach wie vor höchst sensibel auf Bilder, zum Beispiel ja, die Aufzeichnungen, die halt überall laufen an Sicherheitskameras, nicht nur an Tankstellen, auch hier auf der Straße, in Bussen und Bahnen, wo viel klarer und viel, aber komme ich noch gleich zu, also wo viel klarer eigentlich gesagt werden sollte, dass sie nach 12 Stunden, nach 24 Stunden und so weiter gelöscht werden und wo wir, finde ich, als Betroffene auch einfach eine visuelle Erkennung haben sollten, wenn ich jetzt in den Bus einsteige und sehe, hey, da hat jetzt einer zugegriffen in den letzten 24 Stunden oder nicht. Man kann ja sagen, es ist okay, wenn da eine Kamera läuft, solange ich weiß, wie häufig drauf zugegriffen wird. Wenn ich jeden Tag mit dem Bus fahre und sehe, habe eine visuelle Erkennung, da guckt nie einer hin. Das ist also nur für den Fall, wenn wirklich mal einer ermordet wird, Messer oder was auch immer, dann guckt mal auf die Bilder. Ansonsten passiert ja nie was. Okay, könnte ich es vielleicht ertragen? Im Moment weiß ich das nicht. Vielleicht zieht sich da jemand im Sinne von Schlapphut oder weiß ich nicht was, jeden Tag die Daten runter, um zu checken, wer denn alles so mit dem Bus fährt. Vielleicht um eine Software zu trainieren, ich weiß es nicht. Kann ich nicht feststellen. Also, ich schweife ein bisschen ab. Ja, das wäre aber eine Möglichkeit, wie man sowas, diese umfassende Überwachung in Zukunft regeln könnte. Die Blackbox, wie sie im Moment ist, dass man gar nichts weiß, finde ich nicht akzeptabel und vor allen Dingen nicht akzeptabel, immer noch mehr Kameras aufzubauen, weil, das wäre jetzt nur der Bogen, ich auch nicht weiß, ob vielleicht Gesichtserkennungssoftware damit trainiert wird oder benutzt wird. Ich weiß es nicht. Im Moment, wir haben keine gesetzliche Regelung, die das verhindert. Wir haben keine Pflicht, das anzuzeigen. Und warum wir keine gesetzliche Verpflichtung haben, Gesichtserkennung bekannt zu machen. Das versuche ich jetzt mal kurz auf die Schnelle zu erklären. Ganz schneller Überblick, wie ein Gesetz gemacht wird. War ja wirklich ganz schnell. So, da kennen, weil wir politisch arbeiten, das kennen viele schon. Es macht in der Regel die Regierung den Entwurf und dann werden Betroffene, Verbände, Bundesrat gefragt, was sie denn davon halten. Dann wird es in den Bundestag eingebracht. Dann wird ein Fachausschuss damit belastet, Innenausschuss, was auch immer. Dann gibt es vielleicht Sachverständige, die dazu was sagen.
Dann wird ein Protokoll geschrieben. Solche Sachen habe ich jetzt weggelassen. Das dauert in der Regel 4 Wochen. Und dann wird darüber beraten im Ausschuss und dann wird ein Beschluss gefasst. Dann kommt die sogenannte zweite und dritte Lesung im Bundestag. Dann kommt der Bundesrat, der immer noch sagt, ob er Einspruch einlegt oder nicht oder ob alles gut ist. Und dann kommt halt Unterschrift Bundespräsident, veröffentlicht im Bundesgesetzblatt. Und dieser ganze Prozess für ein Gesetz dauert in der Regel 6 bis 9 Monate. Kann ein bisschen länger sein, selten kürzer, weil das sind halt viele Sachen, viele Protokolle und so weiter. Wenn man will, geht das auch anders. So, merken. Jetzt kurz Videoüberwachung im ÖPNV. Jeder kennt die Kameras, die da überall sind. Ich bin heute mit dem Zug von der Luxemburger Staatsbahn gefahren. Da hat hier irgendwie so ein Intercity ersetzt. Ich war ziemlich erschreckt, weil der hatte so viele Kameras, wie ich es noch nie im Zug gesehen habe. Nicht nur, dass ich beim Eingang direkt schon die Kamera vor der Nase hatte. Es gab keinen Sitzplatz, wo nicht in 3, maximal 4 Metern eine Kamera war. Und da konnte ich mich auch nicht runterducken, weil die waren alle so weit oben, dass sie mich angeguckt haben. Das fand ich echt doof. Also habe ich so einen Zug, habe ich hier noch nicht gesehen. Alles zu unserer Sicherheit, natürlich. Die Frage ist nur, warum, ich habe das mal versucht, auch in der Landtagszeit rauszufinden, Zahlen oder so. Bringt das was mit der Videoüberwachung und wie viele Fälle gibt es überhaupt? Man liest ja die Schlagzeilen hier, ist schon wieder einer mit dem Messer angegriffen worden. Der Punkt ist, wenn man da auf wirklich weiter bohrt, es gibt keine Zahlen, es gibt keine Statistiken. Es gibt nur, ist zwar älter, aber deswegen nicht unwichtig, das ist ein Fachblatt hier. Bei 7,5 Millionen Reisenden, 4,6, nicht Millionen, sondern Anzahl, also 4,5 vorsätzliche Körperverletzungen pro Tag. Was auch immer das jetzt im Einzelfall verursacht hat. Vergleich, 7,5 Millionen Reisende pro Tag. Also ist nicht viel, was da passiert. Und ob die vorsätzlichen Körperverletzungen halt etwas sind, nicht mit Todesfolge, ne? Also nur einfache Körperverletzungen. Ob die tatsächlich eine flächendeckende Videoüberwachung notwendig machen oder ob nicht 4,5 von diesen Körperverletzungen aufgeklärt werden, weil halt irgendjemand daneben steht, der den Täter festhält, weiß man nicht. Gibt es keine Statistik. Das finde ich fatal bei dieser ganzen Sicherheitsthematik, weil da wird mit Schlagzeilen gearbeitet, aber nicht mit Fakten. So, wie jetzt gerade schon gesagt, es gibt keine bundesweiten Statistiken, nichts. Aber wenn man dann wird das bei so einem Vorfall, den man in der Zeitung gelesen hat, der Mitarbeiter wieder interviewt, der fühlt sich natürlich unsicher. Klar, hat er auch gehört, da ist wieder jemand angegriffen worden. Hilfe, könnte mir ja auch passieren. Richtig, ich könnte auch morgen vom Blitz getroffen werden. Trotzdem werde ich gleich rausgehen. Ich kann auch gleich vom Blitz getroffen werden. Ich weiß nicht, ob das hier regnet oder der Lüfter ist. Aber ich werde trotzdem rausgehen, ohne Blitzableiter. Ich möchte ganz klar sagen, dass ich mich nicht darüber lustig mache. Möchte ich auf gar keinen Fall. Nur es ist halt viel Dramatisierung, ganz viel Dramatisierung. Und das ist schon über Jahre eine Dramatisierung. Und es wird einfach verweigert, eine konkrete Zahl vorzulegen. Es wird verweigert, eine Statistik zu machen. Man hätte schon längst, das ist ja nicht neu, vor 10 Jahren hat man schon gesagt, es gibt auch gar keine Zahlen über die Vorfälle. Es gibt auch gar keine Zahlen, ob Videoüberwachung nützlich ist, um Täter zu finden. Die Fragen sind schon lange gestellt und es hat aber immer noch niemand eine Statistik angefangen. Man hätte das schon längst mal machen können. Aber ich denke mal ganz klar, es ist nicht gewünscht, weil man kann natürlich mit ein paar Schlagzeilen Stimmung machen und dann kann man natürlich auch Lösungen anbieten.
um die Stimmung halt zu besänftigen. Es gibt aber ein paar Umfragen, zum Beispiel von einem Sicherheitskongress, Bus und Bahn, wo auch was ganz Interessantes rauskommt, subjektives Sicherheitsgefühl mit und ohne Personal. Ganz klarer Punkt, immer, die zweite Spalte ist immer mit Personal, das nicht lesen könnt. Mit Personal gibt es quasi keine Unsicherheit mehr, die sowieso sehr gering ist. Sobald Personal dabei ist, ist alles super. So, bei der Technik, über die wir hier reden, da wird aber nicht über Personal, da geht es ja nicht um Personal, sondern es geht um Videoüberwachung, es geht um Kameras. Da ist es nicht so. Das ist natürlich auch nicht abgefragt worden, klar. So, Personal weiß aber auch jeder, gibt ein gutes Gefühl. Logisch. Wenn da jemand abends am Bahnsteig rumläuft, ist das was völlig anderes, als wenn ich ganz alleine da bin. So. Und ein paar Aussagen, aber auch wieder in Fachmagazinen gibt es natürlich dann schon. Sagt zum Beispiel Jörg Radek, der ist jetzt Bundesvorsitzender der GdP, Gewerkschaft der Polizei. Debatten um lückenlose Videoüberwachung, die dann als Heilmittel ausgegeben wird, sind aus unserer Sicht purer Populismus. Sagt er aber nicht, wenn die Bildzeitung ihn fragt oder die Tagesschau. Dann sagt er das irgendwie ein bisschen anders. Dann sagt er nämlich, ja, das können durchaus beitragen dazu, mal irgendjemanden zu fassen. So, den lasse ich jetzt mal weg, mit dem möchte ich gar nicht reden. Das heißt, wissen wir eigentlich auch, aber belegt ist trotzdem nicht der Sinn und Unsinn von Videoüberwachung, ist die Nutzlosigkeit des Fachleuten bekannt. Genau, die Leute wollen das so, weil ihnen gesagt wurde, das hilft, weil ihnen gesagt wurde, das ist wichtig, um die Sicherheit zu gewährleisten. Das ist ja halt so eine self-fulfilling prophecy. Das ist ja eine Argumentation, die ist ja aufgebaut worden über lange Jahre. Die Leute wollten nicht Videoüberwachung, als sie zum ersten Mal da war. Ihnen ist gesagt worden, dass sie hilft. Das ist wie Placebos halt, ne? Also ihnen ist gesagt worden, das ist gut. Und das haben sie geglaubt. Weil je öfter eine Lüge gesagt wird, je öfter die wiederholt wird, desto mehr glauben die Menschen das. Und wenn mir alle Politiker der CDU sagen, dass Videoüberwachung Sicherheit schafft, können die alle lügen? Also, das ist ganz klar politische Sicherheit. Jede Frage nach Statistik, nach Untersuchung, nach Studie, es gibt nichts. Es gibt höchstens die sagen, Verdrängung, aber das wissen wir eigentlich alle, da brauche ich es nicht wiederholen. Also Videoüberwachung verdrängt halt, wenn Marktplätze überwacht werden und so weiter. Die Kriminalität, Drogenkriminalität oder solche Sachen verhindern tut sie nichts. Aber da sind wir jetzt auch gerade an dem Punkt, hat ja auch ein uns allen sehr bekannter Autor halt 46 schon einiges zu gesagt, wie halt politische Sprache funktioniert. So, wo ich jetzt drauf hinaus wollte und hinaus will, ist nochmal schnell auf das Thema Gesichtserkennung und warum die nicht drinsteht. Kleine Anfrage, ich glaube, die war von mir, ja. Intelligente Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Intelligente Videoüberwachung ist dieser Begriff. Intelligent ist sie natürlich gar nicht. Es ist halt eine Software, die Bilder auswertet und danach Mustern guckt. Und ja, da wurde mir halt 2016 im Landtag schon geantwortet, das, was in Berlin als Test jetzt installiert ist, beziehungsweise auch jetzt in Mannheim gemacht wird, Bundesebene, das ist halt schon lange, wird es halt gemacht in Duisburg und Essen, dass nämlich Kameras da sind, die mit einer Software ausgestattet sind und guckt, ob da irgendwelche Punkte länger auf dem Bahnsteig sich befinden, und dann wird man vermuten, dass es ein schwarzer Koffer ist. Ich weiß auch nicht, beige Koffer spielen ja eigentlich nie eine Rolle, fällt mir gerade ein. Immer nur schwarze Koffer, aber gut.
Auch was ungewöhnliches Verhalten von Menschen angeht, wird da auch schon lange getestet. Und 2010 hat sogar schon, oder vor 2010, einen Test gegeben am Düsseldorfer Stadion, was das Verhalten von Menschenketten, Menschenansammlungen angeht. Wollte halt jemand Software testen. Wurde das halt gemacht. Musste man nicht drüber reden, nicht öffentlich, ist ja nur ein Test. Ja, ich weiß nicht, was sonst für Tests noch gemacht werden. Darauf zielte eigentlich diese Frage ab, aber das war das Einzige, was ich rausgefunden habe, was mir gesagt wurde. Dann tauchte aber irgendwo auch nochmal ein anderer Bericht auf. MISPEL, multibiometriebasierende forensische Personensuche im Lichtbild- und Visio-Massendaten. Kurz gesagt, Bilderkennung, Gesicht, nicht nur Gesicht, auch Körper, Mensch und so weiter. Und ein Zeitraum, Laufzeit des Vorhabens 2012, Anfang 2012 bis 2014. So, das heißt, da ist eine ganze Menge, was da passiert. Und dann gibt es die andere Seite, nämlich die Datenschutzbeauftragten, die ja auch einen Prüfungsauftrag haben und die auch die öffentlichen Stellen überprüfen sollen und gucken, dass die alles richtig machen und sich nicht gesetzwidrig verhalten. Und die haben auch eine Orientierungshilfe Videoüberwachung herausgegeben, die dann besagt, dass vor dem Einsatz einer Videoüberwachung in öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter einzelfallbezogen geprüft werden muss, ob da auf der Strecke wirklich was passiert ist. Dann wäre das unter Umständen und mit genauer Betrachtung des Einzelfalls und Dokumentation und so weiter möglich, aber nicht flächendeckend. Sie hatten immer Ärger mit der KVB in Köln und die KVB, die erste kommunalen Verkehrsbetriebe waren, die auf jeder Linie gesagt haben, es ist total unsicher bei uns, wir brauchen überall Videoüberwachung. Sie haben es anders ausgedrückt, weil sie wollten ihre Kunden nicht vergrätzen. Sie haben gesagt, wir sind jetzt total sicher, weil wir überall Videoüberwachung haben. Dass sie das eigentlich nur dürfen, wenn belegt ist, dass die Linie unsicher ist, haben sie ihren Kunden nicht erzählt. Die hätten vielleicht anders reagiert, aber auch die Presse hat das nicht aufgegriffen. Sie hätten eigentlich sagen müssen, wir waren eben ja bei Klarheit und Wahrheit, klare Ausdrücke im Datenschutzrecht. Also eigentlich hätte die Kommunikation in Köln so laufen müssen. Hier ist Sodom und Gomorra in unseren U-Bahnen, Straßenbahnlinien, Buslinien. Wir können nicht anders. Wir müssen Videoüberwachung einsetzen, um das wieder sicher zu machen. Dann wären sie rechtlich auf der sicheren Seite, aber so haben sie halt nicht gesagt. Sie haben es einfach so gemacht. So. Und wie immer, gibt ja immer welche Vorfälle, irgendwo rutscht einem das Messer aus. Ich möchte es, wie gesagt, nicht lächerlich machen, aber es werden halt immer Einzelfälle aufgebauscht, um eine ganze, ganze Industrie oder ganzen Prozess halt neu zu regeln. Und das überhaupt keinen Sinn macht und das Problem nicht löst. Wir erinnern uns alle hier dran. Keiner versteht bis heute, warum denn 80 Kameras da nichts rausgefunden haben. Ich denke mal auch 180 oder 1800 oder was auch immer hätten da nichts rausgefunden. Was auch immer, aber Regierung, wir waren gerade bei dem Punkt, zeigt Handlungsfähigkeit und hat natürlich dann auch bei was die Verkehrsüberwachung angeht, die Verkehrsministerkonferenz dazu gebracht, das mal so auszudrücken, tatsächlich, das finde ich immer noch ein Novum, weil es sagt ja immer, keiner will flächendeckende Videoüberwachung. In dem Beschluss von der Verkehrsministerkonferenz steht aber drin, dadurch soll eine flächendeckende, tagesunabhängige Videoaufzeichnung in öffentlichen Verkehrsbetrieben möglich werden. Also Sie sprechen von flächendeckend. Finde ich immer bemerkenswert. Und wie das halt so ist, der Auslöser, warum ich das alles erzählt habe, war halt, die zeitlichen Abläufe deutlich zu machen, wenn man etwas will. Und wir hatten Never Waste a Good Crisis, Ansbach, München, zack, dann gibt es einen 10-Punkte-Plan vom Bundesinnenminister, der sagt, wir müssen was tun.
und natürlich den Einsatz intelligenter Videotechnik, damit wir sofort rausfinden, wenn da irgendjemand kommt, damit wir wissen, wer das ist und was der macht und was der vorhat, damit wir das verhindern können. Sollte man nicht drüber nachdenken, weil das funktioniert natürlich nicht, aber es klingt gut. Also wird alles mit der Prozess in die Tat umgesetzt. Die Innenministerkonferenz fängt dann damit an, 30. November 2016, beschließt das, wir müssen Videoüberwachung einfacher einsetzbar machen. Und einen Monat später gibt es natürlich, es geht ja um die Verbesserung, das Videoüberwachungsverbesserungsgesetz. Ist schon fertig. Man könnte sich jetzt vorstellen, dass vielleicht schon vorher irgendwie was da war, aber egal. Hat halt nur einen Monat gedauert. Ganz schnell, da steht alles drin, was Sie so haben wollen, nämlich den Einsatz optisch-elektronischer Sicherheitstechnologie. Da steht nicht drin Gesichtserkennung. Da soll man nicht drauf, also der Fachmann weiß es vielleicht, aber optisch-elektronische Sicherheitstechnologie ist vor allen Dingen auch ausbaufähig, da kann man noch ein paar andere Sachen mitmachen als nur Gesichtserkennung. So, das ist dann halt jetzt wirklich ratzfatz in dem Prozess, den ich eben beschrieben habe, der diese 6 bis 9 Monate dauert, sehr schnell in den Bundestag, in Bundesrat, Bundestag, erste Lesung, Anhörung, Protokoll, wie gesagt, dauert 4 Wochen, um es zu schreiben, und dann muss man das lesen als Abgeordneter und auswerten und beschließen. Okay, hier waren jetzt 48 Stunden inklusive Protokollschreiben, geben wir den Protokollanten mal 24 Stunden, heißt also 24 Stunden lesen und überlegen, wie man dann mit dem Ausschuss umgeht. Nochmal 24 Stunden später, zweite, dritte Lesung. Zack, Bundesrat tagt halt nicht jede Woche, deswegen ist hier ein kleiner Sprung. Aber dann war es halt ratzfatz beschlossen und verkündet. So, und das hatte auch den Hintergrund um das ganze Konstrukt, nämlich noch wiederum in den Prozess der Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes wegen der Datenschutzgrundverordnung einzubauen. Das Videoüberwachungsverbesserungsgesetz ist nämlich direkt wieder durch die Neufassung des Bundesdatenschutzgesetzes überrollt worden. Das Videoüberwachungsverbesserungsgesetz gibt es jetzt gar nicht mehr. Das war auch unser Problem. Die Piratenpartei hat dagegen geklagt vom Verfassungsgericht, weil wir gesagt haben, so geht das alles gar nicht. Greift viel zu stark ein. Sicherheitstechnologie, optisch-elektronisch, darf nicht sein, muss es halt Sicherheitsprozesse geben, wie das Verfahren geprüft wird und so weiter. Die Klage ist nicht angenommen worden. Das darf das Verfassungsgericht machen. Da ist dann der nächste Schritt der Europäische Menschenrechtsgerichtshof. Da ist dann jetzt wieder konkret in der Folge ein bisschen das Problem, dass dieses Gesetz jetzt wiederum gar nicht mehr da ist, weil es nämlich schon im laufenden Prozess überholt wurde durch die Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes. Ist jetzt alles ein bisschen Gesetzesfirlefanz hier, ist aber, meine ich, auch ein Teil der Taktik gewesen, einfach die juristische, das juristisch Greifbare so kompliziert wie möglich zu machen, um eine Gegenwehr, eine Abwehr ja auch zu stören einfach. So, und so haben wir jetzt im Moment die Situation, dass wir ein Gesetz haben, wo mal in der Zwischenstufe drin stand, dass es um Bildauswertung ging. Das steht jetzt nicht mehr so drin, aber man kann immer sagen, als Innenminister, der jetzt Gesichtserkennung einsetzt, ja Moment mal, das hatten wir aber da. Das ist ja nicht abgeschafft worden, es ist halt nur anders formuliert. Und wir haben die Datenschutzbeauftragten, die sagen, nein, wir brauchen eine gesetzliche Grundlage für Gesichtserkennung. Wir haben keine, also darf hier nicht eingesetzt werden. So, die Sachen kollidieren. Es muss jetzt jemanden geben, der erstmal weiß, dass irgendwo in einem Gesichtserkennung stattfindet, und der muss sich dann juristisch wehren dagegen.
Und dann kommen wir vielleicht zum Ergebnis, ob das sein darf oder nicht. So wie es im Moment ist, haben wir eine sehr undankbare Situation, weil wir haben Sicherheitsbehörden und eine Bundesregierung, die eine Art von rechtlicher Grundlage nutzen, die im Sinne eines Gegners, im Sinne eines grundrechtsorientierten Bürgers keine rechtliche Grundlage ist. So, das interessiert die anderen aber nicht. Das ist das, was ich hier versucht habe, mit diesem schnellen Präsentation rüberzubringen, dass wir hier ein großes, nicht gelöstes rechtliches Problem haben. So, und damit bin ich, wenn mich alles täuscht, ziemlich am Ende, weil das alles Dinge aus der Vergangenheit waren. Die Frage ist, was machen wir in Zukunft? Wir müssen uns um neue Sachen kümmern. Wir müssen uns um Freiheitsgesetze kümmern, nicht irgendwelche technischen Lösungen für gesellschaftliche Probleme aufzwingen lassen. Ich glaube schon, dass wir an der Stelle sind, dass wir wieder um mehr Freiheit kämpfen müssen, weil Einschränkungen haben wir jetzt genug und Überwachung. Wir müssen auf jeden Fall die Prozesse, die da laufen, auf die Transparenz im Verfahren fordern. Wir brauchen den Nachweis, was da gemacht wird. Die müssen sich mehr erklären, damit wir selber auch eine Möglichkeit haben zu beurteilen, was da überhaupt vor sich geht. Es passiert viel zu viel hinter verschlossenen Türen. Und die Datenschutzbeauftragten, die halt rechtlich dafür zuständig sind, auch die Sicherheitsbehörden zu kontrollieren, die müssen auch die Fähigkeit haben dazu, das zu tun. Fähigkeit nicht im Sinne von fachlich, die haben sie durchaus, aber sie haben gar keine Leute. Sie haben überhaupt keine Manpower. Sie haben alle schon über Jahre bei weitem nicht die Anzahl von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die notwendig sind, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Und die haben sie erst recht nicht mit der Datenschutzgrundverordnung, weil damit haben sie viel mehr Aufgaben bekommen, aber nicht so viel Mitarbeiter. Ja, und wir müssen natürlich von uns aus Öffentlichkeitsarbeit machen, auch über die Dinge, die Prozesse wie gerade beschrieben und wie wir sie sehen, um halt mehr Leute zu sensibilisieren für das, was da in der IT- und Sicherheitsumgebung los ist und was alles mit den Daten passiert. Aber dafür sind wir ja da. Deswegen machen wir das ja hier. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit bei euch und das war's.